Ja, herzlich willkommen. Webinar Nummer 3 im eBMOOC. Ein kleiner technischer Hinweis noch zum Anfang. Beim ersten Mal, und das passiert total selten, ist alles abgestürzt. Es gibt dafür eine Anleitung auf der linken Seite. Die sollte man sich runterladen für den Fall, dass das wieder passieren sollte. Wir nehmen es aber nicht an. Ja, zur Agenda heute auf dem Programm. Wir starten mit den offenen Bildungsressourcen. Wir haben kurz umgestellt. Dann die Learning-Apps, dann die Phase 6 Hallo-App. Dann sprechen wir über Flipped Classroom und Videotools. Und dann ganz zum Schluss ja, Aufzeichnung und Chatprotokoll gibt es dann in Kürze. Den Link werde ich kurz in den Chat posten, dann alles nachschauen und gegebenenfalls auch nachlesen. Ja, gerne darf sich das Podium jetzt bitte kurz vorstellen. Martina, gleich mal an dieser Stelle schon vielen Dank für die Unterstützung und Zuspielung der vielen Fragen, die dann doch manchmal kommen im Chat. Aber sag selbst bitte was zu dir. Ah, Mikro läuft nicht. Danke für den Hinweis. Vor lauter Tippen habe ich dann vergessen, mein Mikro einzuschalten. Hallo allerseits in die Runde. Mein Name ist Martina Süßmeier. Ich bin vom Verein Conedo und im eBMOOC-Team mit dabei. Und meine Aufgabe wird eben heute sein, dem David Ihre und Eure Fragen zuzuspielen, damit alles beantwortet wird hoffentlich. Da bin ich mal im Hintergrund tätig. Und sollten spezielle Fragen bei den Videotools auftreten, bin ich dann später bei Punkt 5 dann noch auch wieder zu sehen und zu hören. Bis später. Super, danke Martina. Lucia, bitte. Ja, ich bin Lucia Paar, gehöre auch zum Conedo-Team und werde heute wieder ein Auge auf den Chat haben, falls es technische Schwierigkeiten gibt. Dann bitte einfach in den Chat schreiben, so wie die Dagmar das gerade macht. Ich hoffe, wir schaffen es noch, dass sie was hört. Also bitte, wenn es Probleme mit Ton oder Bild gibt, einfach in den Chat schreiben und wir versuchen das dann zu lösen. Super, Wilfried. Schöne Grüße aus Graz, Wilfried Frey, ich bin Geschäftsführer von Conedo und im eBMOOC auch als Referent und als PR-Mensch tätig. Habe heute keinen inhaltlichen Task, wollte nur Hallo sagen und bin dann im Chat ein bisschen vielleicht auch mitzugange und freue mich auf die schöne Runde, die ihr da Podium versammelt habt. Hildegund, probieren wir mal den Ton bei dir, dass du auch ein paar Worte zu dir schon sagen kannst. Das Mikro läuft nicht, vielleicht kann ich es aktivieren. Muss selber probieren. Jetzt? Hört mich jemand? Super. Super. Ich bin die Hildegund Hetschko. Ich freue mich sehr, dass ich da auch ins Webinar eingeladen worden bin. Ich hatte im Modul einen kleinen Teil über Moodle und habe ein bisschen präsentiert, wie wir in den Wiener Volkshochschulen, wo ich arbeite, Moodle verwenden und eingeführt haben. Und habe dann eine sehr interessante Diskussionsrunde auf Moodle selber gehabt, weil wir ja dieses Probetool hatten. Und freue mich jetzt hier auf weiteren Austausch und auf weitere Gespräche. Bin aber erst am Schluss dran, glaube ich. Ne? Jetzt genau. Genau. Ja. Danke. Das ist gestellt, das Programm. Danke, Hintergrund. Ja, dann Birgit und Eva Maria. Also Birgit, starte du mal kurz. Ja, hallo, mein Name ist Birgit Gilt, beim Verein Danaida in Graz als Kursleiterin tätig und auch in der Weiterbildung tätig. Und gemeinsam mit der Anna-Maria haben wir eben zu den Learning-Apps und zur Phase 6 Hallo Erwachsene einen kleinen Teil im Modul gestaltet. Anna-Maria, auch noch hier ein paar Worte. Ja, hallo, mein Name ist Anna-Maria Drobodelic. Ich bin auch vom Verein Danaida in Graz. Und wie schon die Birgit gesagt hat, wir haben einen kleinen Beitrag zu der Plattform learningapps.org im Modul 4. Wunderbar. Martin, bitte. Ja, hallo an der Runde. Martin Ebner, Technische Universität Graz. Also ich bin zuständig für die eMOOCs-Plattform grundsätzlich und heute darf ich mich in meinem Lieblingsthema OER etwas austoben. Damit starten wir dann auch gleich, aber zuerst darf Birgit noch ein paar Worte an uns richten. Ja, hallo auch von mir. Willkommen zu einem hoffentlich sehr spannenden Webinar, auch von meiner Seite. Ich
darf den EBMOOC koordinieren nun zum zweiten Mal dieses wunderbare Conedo-Team auch koordinieren und freue mich halt ganz besonders, dass wir wieder im sozusagen im vollständigen EBMOOC-Team auch am Podium sind und dann noch einfach drei Gäste haben zusätzlich, die uns inhaltlich sehr viel Buntes in den letzten und Interessantes in den letzten Einheiten mitgegeben haben. Wir verbinden ja heute in dem Webinar zwei Einheiten, und zwar die Einheit 3 mit den Themen E-Learning und Blended Learning, wo wir recht viel auch reingepackt haben, naturgemäß, und die Einheit 4, wo es um offene Bildungsressourcen ging, und dementsprechend ist heute unser Podium voll und auch unsere Agenda gefüllt. Und jetzt bin ich auch schon wieder still, um den Einstieg nicht aufzuhalten. Mein Name ist David Rüttler, ich habe noch offiziell nichts zu mir gesagt. Ja, ich beschäftige mich sehr viel mit digitalen Bildungsformaten, insbesondere mit Webinaren, und es macht mir eigentlich immer wieder Spaß, auch sowas wie hier zu moderieren. Gut, mein Ton ist hoffentlich okay, weil da irgendwer im Chat schreibt. Und ich kann mich ja gerade selber nicht so gut hören. Ja, wir starten eben, wie gesagt, mit der kurzen oder kleinen Programmumstellung jetzt mit den offenen Bildungsressourcen. Martina, gibt es dazu schon Fragen im Chat? Ich habe jetzt nicht alles mitgelesen, was da auch an Vorstellung kam. Sonst, Martin, vielleicht, was waren denn so ein paar interessante Aspekte, die im Forum diskutiert worden sind? Ja, also soweit ich es einmal grundsätzlich beobachtet haben, sind also sehr viele verschiedene deutschsprachige Aktivitäten gefunden worden. Man hat sich das also auch gut angeschaut. Das ist auch das, was wir in den letzten Jahren erleben. Also wir haben, irgendwie habe ich vor so 10-12 Jahren begonnen, damit wissenschaftlich zu arbeiten. Und wir haben jetzt einen sprunghaften Anstieg, also im deutschsprachigen Raum, durch verschiedene Aktivitäten, oft seitens der Ministerien. Das Thema ist jetzt schon langsam in der Masse angekommen. Und dadurch also werden mehr Fördergelder frei. Mehr Fördergelder heißt, dass sich mehr Personen damit beschäftigen, was ganz gut ist, und dass auch mehr Aktionismus drum besteht und dass auch verschiedene Plattformen entstehen, Inhalte entstehen und so weiter. Also wir sind da noch weit nicht am Gipfel, aber wir merken jetzt einfach schon langsam, springen immer mehr Personen und auch verschiedenste Bildungsbereiche auf, also von der Schule bis hinauf, also in die Erwachsenenbildung. Und das ist auch grundsätzlich ganz spannend. Wir sehen immer noch so, also wir haben vor 2 Jahren eine große Studie dazu gemacht, da haben wir festgestellt, dass also die Schulbereich ist der größte Konsument, also die suchen also am meisten abzuzweigen, die Hochschulen sind die größten Produzenten. Das liegt also daran, dass wir unsere Lehrinhalte meistens also selbst erstellen mussten. Die Erwachsenenbildung war noch hinterher, und die Berufsbildung hat noch gar nicht gewusst, wovon wir reden. Das war so etwa vor 2 Jahren der Stand, und das verbessert sich also von Jahr zu Jahr. Es freut uns sehr, das heißt, also es immer mehr Aktivität in dem Bereich und immer mehr Leute verstehen, warum das Thema wichtiger wird. Also geht ein bisschen so einher, Urheberrecht, Datenschutz und so weiter. Das sind jetzt Themen, die schon langsam in die Masse gehen, und daher ist es auch wichtig, dass man sich aktiv damit beschäftigt eigentlich. Ich meine, wo du jetzt gerade sagst, ich fange jetzt nicht an mit irgendwie Datenschutzgeschichten, aber ich möchte trotzdem fragen, gibt's, weil du es ansprichst, gibt es irgendeinen Link von OER auch zu Datenschutz, oder? Ja, also nicht so direkt, aber die Dinge gehen alle etwas einher. Es geht also darum, wie wir umgehen mit dem Thema Privatsphäre, Datenschutz, Urheberrecht. Das sind alles Themen, die grundsätzlich, sage ich einmal, nichts Digitales an sich haben. Das sind alte Grundgesetze, und die werden durch die Digitalität genauer und sichtbarer. Und wir sagen seit vielen Jahren, das ist ein Problem, und jetzt, also, es braucht offensichtlich weltweit Skandale und so Dinge, um das Bewusstsein in der Masse dafür zu stärken. Und also für mich ist das, ich muss sensibel mit meinen Daten umgehen, und zu meinen Daten gehören auch meine Dokumente, die ich erstelle, und das ist das Thema des Urheberrechts. Und insofern ist da die Verknüpfung aus meiner Sicht da, dass also da drinnen noch sensible Personendaten sein könnten, ist dann noch was anderes, aber grundsätzlich ist es ein generelles Bewusstsein, dass wir Gesetzeslagen haben, und die Gesetzeslagen
es Lösungen gibt aus unserer Sicht, also auch in der digitalen Welt, aber die man bis heute eigentlich eher stiefmütterlich behandelt hat. Und das ist immer das gleiche Problem. Und ja, wir sind jetzt gerade in dieser Welle des Umbruchs, würde ich sagen, also wo man beginnt, darüber aktiv nachzudenken. Und ja, das also bringt nicht nur Vorteile mit sich, wie man merkt. Ne? Ja. Eine Frage hätte ich jetzt noch. Viele hier und im WBMOG und hier im Webinar sind wahrscheinlich selbstständige Trainerinnen und Trainer in der Erwachsenenbildung. Jetzt gehören die Unterlagen, die man für Kursangebote produziert, wahrscheinlich auch ja, zu dem, was man eben der Einrichtung anbietet und verkauft. Was könnte es für Gründe geben, wenn man jetzt so selbstständig unterwegs ist, die eigenen Unterlagen als offene Bildungsressourcen zur Verfügung zu stellen? Ja, du sprichst natürlich jetzt das heikelste Thema an, weil also gerade der Bereich der Trainer und Trainerinnen, wo Einzelpersonen tätig sind, das wahrscheinlich vom Geschäftsmodell her sehr schwierig ist, also grundsätzlich also darüber nachzudenken. Selbst also bei den Hochschullehrenden habe ich meine Probleme, die eigentlich staatlich bezahlt sind und wo man sich fragen kann, also was hat diese Person für ein Problem, die Lehrmaterialien rauszugeben, weil sie es mit dem staatlichen Auftrag das zu tun hat. Und ja, also ich aus Erfahrung merke ich einfach, also Lehre ist nicht gleich Dokument. Das ist also, ich glaube, ein Irrglaube, den besonders der mitteleuropäische Kulturraum aufsitzt. Also wir sind immer so der Meinung, wenn wir das Lehrbuch und diese Lehrmaterialien erzeugt haben, das macht die gute Lehre aus. Aus vielen Erfahrungen wissen wir alle, es ist eigentlich nicht so, obwohl wir da vielleicht sehr viel Mühe hineinstecken. Es ist das Lehrsetting, es ist die Person, die diese Lehrmaterialien trägt und die dann einen guten Unterricht macht. Und das Lehrmaterial alleine ist es nicht. Also mit anderen Worten, ich habe schon viele Lehrende gesehen, die mit sehr guten Lehrmaterialien nichts zusammengebracht haben. Und das heißt also, diese Sorge, ich gebe jetzt meine Lehrmaterialien nach außen und dann machen andere damit das Geschäft, die teile ich nur bedingt. Das ist immer die Sorge, die ich auch immer wieder höre von den Trainern, weil es geht um die Lehre. Und im Endeffekt, also ich sage es immer anders, durch das, dass ich begonnen habe, sehr, sehr viel zu teilen und herzugeben, ersetzt eigentlich einen umgekehrten Effekt ein. Also es nehmen andere meine Lehrmaterialien her und machen damit implizit Werbung für mich, dass also offensichtlich ich in der Lage bin, sehr gute Dinge zu machen. Und das bewirkt dann dadurch, dass ich heute mehr Lehraufträge habe als noch vor 8 Jahren und mich gar nicht mehr erwehren kann von diesen Lehraufträgen. Und ich sollte überall sein und das kann ich eh nicht. Und dann haben sie wenigstens meine Unterlagen so irgendwie. Das geht nicht immer ganz gut. Es gibt auch Situationen, wo ich mir persönlich wo ich mich also persönlich geärgert habe. Und von dem her ist auch aber grundsätzlich so, also das Positive überwiegt. Also durch das Teilen habe ich gelernt, ich bekomme auch von anderen sehr viele Sachen, ich bekomme Änderungen mitgeteilt, mir schicken Leute etwas zu und ich kann meine Materialien besser machen, es wird das Ganze sichtbarer und ich komme in Austausch mit Personen, die also auch im gleichen Boot sitzen. Also das heißt, es kann Werbung sein, auch für das eigene Kursangebot. Aber oft wird es vielleicht dann Ängste geben, da könnten ja andere meine Materialien sehen und vielleicht sind da irgendwie Fehler drinnen und die sind gar nicht gut oder so. Was könnte man denen antworten, die solche Ängste haben? Ja, wir haben das, also das ist also das Qualitätsproblem bei den Open Education Resources, das de facto aus unserer Sicht nicht gibt, weil wir finden das eher gut. Das heißt also, wenn Fehler durch die Community gefunden werden, verbessert das meine Materialien. Ich stehe auch dazu, dass meine Folien nie fehlerhaft sind. Ich habe auch immer ein offenes Feedback bei meinen Studierenden. Ich freue mich total, wenn die irgendwo einen Fehler finden, weil also ich möchte auch meine Materialien optimieren. Und in dem Sinne, also ich habe wirklich also noch nie Material gesehen, wo offensichtlicher Blödsinn drinnen war, sondern das sind halt Fehler, die passieren und das also wird keinen kratzen. Und also im Sinne des Diskurses bekomme ich eher Anregungen, wie man zum Beispiel das Beispiel noch anders gestalten kann und man bekommt noch ein Video dazu, wo dann Leute sagen, ich kenne noch eins, das auch so ist. Und also es hat immer nur geholfen, meine eigenen Materialien zu verbessern, so würde ich es also sehen. Okay. Birgit, ich glaube, du hast dich irgendwie gerührt. Ach, ich wollte einfach unterstreichen, was Martin sagt. Ich denke, es geht einfach auch darum, dass man mit offenen Bildungsressourcen sein eigenes Netzwerk vergrößern kann. Nicht nur seine eigene Sichtbarkeit, sondern auch sein eigenes Netzwerk im Sinn
von einem Netzwerk von Kooperationspartnern und Partnerinnen, die gemeinsam an guter Qualität arbeiten und gemeinsam Materialien verbessern. Das finde ich einen sehr schönen Effekt. Ich denke, es ist wirklich, also offene Bildungsressourcen ist natürlich ist ein Thema, wo man nicht nur mit dem Geschäftsmodell herangeht, sondern auch mit einem gewissen Idealismus und einer Freude am Teilen. Und natürlich müssen wir alle von was leben, aber ich sehe schon einfach genau die Chancen, die Martin geschildert hat im Hinblick auf Werbung, aber eben auch diese Chancen der gemeinsamen Qualitätsverbesserung und der Vernetzung. Und ich möchte noch einmal dazu sagen, bitte an alle, ich habe gesehen, es war natürlich jetzt der Chat notwendigerweise sehr für die technischen Fragen ausgelastet, zumindest soweit wir ihn sehen konnten, aber bitte beteiligt euch im Chat mit euren Fragen zum Thema offene Bildungsressourcen und mit eurem Input zum Thema offene Bildungsressourcen jetzt, weil wir werden in einer Viertelstunde das Thema wechseln müssen und daher freuen wir uns. Jetzt fällt gerade keine weitere gescheite Frage ein zum Thema. Was sagst du? Dir fällt gerade keine gescheite Frage ein. Ja, keine weitere. Also zwei hatte ich ja jetzt schon. Immerhin. Vielleicht das also aus Sicht oder so. Ich glaube, der Martin und ich können da. Bitte, Martin. Ja, also, wir können noch lange erzählen. Also, wenn meine Lehrenden fragen mich auch immer, also wie steige ich in das Thema ein und was sind die ersten Schritte? Also, mein erster Tipp ist immer, also, auf eine Präsentationsfolie, nämlich die Start- oder die Endfolie, einfach einmal das Creative Commons Logo drauf machen. Dann brauche ich zum Beispiel nie wieder nachdenken, dass meine Folien per se einmal offen lizenziert sind. Das ist also meine Arbeitserleichterung, die quasi 80% der Fälle von Lehrmaterialien abdeckt. Und ich würde auch nicht empfehlen, herzugehen und jetzt alles offen zu lizenzieren, sondern selbst damit zu experimentieren. Also Dinge, wo man sagt, ja, das ist vielleicht ganz spannend, also das haben auch andere was davon, das verwenden die auch weiter, das gebe ich jetzt mal offen lizenziert raus und man soll schauen, was passiert. Wie gesagt, also wir haben viele Dinge auch probiert, also eines meiner bekanntesten Projekte ist das Lehrbuch für Lernen und Lernen mit Technologien, L3T. Wir haben heute 600.000 Downloads. Wir haben seinerzeit gestartet und gesagt, wir probieren das einfach und wir können uns von Downloads nicht mehr erwehren. Also wir haben einen Markt getroffen, der offensichtlich Bedarf besteht. Und ja, und es gibt natürlich auch also Videos von mir, die sind 10-mal angeschaut worden. Also das interessiert offensichtlich niemand. Und das ist also vielleicht das Spannende, ein bisschen experimentieren in dieser Welt und es den anderen leichter machen, einfach das zu verwenden, wenn man eh die Absicht hat. Also viele Lehrenden wollen das ja freigeben. Und die machen nur diesen Schritt der offenen Lizenzierung nicht. Claudia schreibt hier, sie ist nicht selbstständig, aber offenbar angestellt und das, was sie an Kursmaterialien herstellt, gehört natürlich dann dem Unternehmen. Wie könnte man da argumentieren für OER? Naja, also da gibt es eine andere Argumentationsschiene eigentlich, also das Urheberrecht. Also man muss darüber auch nachdenken, was also die Leute dann damit tun dürfen und was sie nicht tun dürfen. Weil das ist die gleiche Situation, die ich mit meinen Studierenden habe. Das heißt, also ist es nicht offen lizenziert, dann dürfen sie es für den eigenen Gebrauch verwenden, nicht weiterleiten. Das führt dann zu sehr perversen Situationen. Das heißt also, wenn ein Studierender dem anderen Studierenden diese Lehrunterlagen zuschickt, macht er eine Urheberrechtsverletzung, weil er es nicht weitergeben darf an Dritte. Und also es gibt also auch im Rahmen von ganz normalen Sachen einfach blöde Geschichten. Die offene Lizenzierung, und das, also wenn man es ja nicht sehr offen sieht, ist es ja eigentlich nur CC BY CND, das heißt, ich darf es eh nur offen zur Verfügung stellen, hilft schon, um also auch Blödheiten, sage ich einmal, des Urheberrechts also umgehen zu können und geschickt zu lösen. Das hat also nichts damit zu tun. Und auch die Firma, das stimmt schon, hat nicht das Urheberrecht, sondern es hat immer die Person, die es erstellt. Das kann also auch die Firma gar nicht haben, das geht nicht, sondern sie müsste ausschließliche Werknutzungsrechte für sich einfordern. Und also manchmal ist das gar nicht so einfach und so genau. Also das heißt, also selbst das ist, also wie wir an den Hochschulen feststellen, auch ein schwieriges Thema. Also diese offene Lizenzierung heißt nicht automatisch, ich schenke es der Welt, sondern es kann auch helfen, quasi das Thema des Urheberrechts innerhalb einer geschlossenen Gruppe sauber zu lösen. Gut, wir haben eine konkrete Frage von Roger oder Roger zur OER-Erstellung. Er hat mit einem Lern-Applikation Easy Generator, kenne ich nicht, also lizenzpflichtiges Autorenprogramm, Materialien erstellt, kann er mit kostenpflichtigen Programmen erstellte Inhalte unter OER-Lizenzen freigeben? Also vom
Bauch heraus würde ich so beantworten, das ist so, wie wenn Sie Word verwenden. Also Word dürfen Sie auch also, quasi Ihr Dokument schreiben und dann also öffentlich veröffentlichen, weil es ist ja um den Inhalt, um das Werk geht. Und wenn das gleiche ist, also ich kann jetzt dieses, den Easy Generator kenne ich nicht, aber wenn Sie ein Produkt, ein Werk erstellen damit, dann kann man das sehr wohl offen lizenzieren. Sie dürfen nur die Software damit nicht also weitergeben in dem Sinn, also nicht die Lizenz der Software an sich. Das aber geht natürlich nicht, aber das Produkt, das man erstellt. Genau. Und die Grunddatei wahrscheinlich auch, das wäre dann wie das Word-Dokument, das dann zur Weiterbearbeitung in Word. Wenn ich das abspielen kann, wenn es einen Player gibt, dann kann ich wahrscheinlich sagen, der Player ist, also wie Sie sagen, dann wird es eben webnutzbar sein oder so, dann kann ich, dann habe ich das, wenn es nur ein Werk ist, das nur abspielbar ist, dann ist es so wie bei einem Word-Dokument im Prinzip, das kann ich offen lizenzieren. Aber Word an sich ist natürlich, ich kann zum Beispiel das gar nicht aufmachen, wenn ich kein Word hätte. Das ist das Problem. Ne? Die Frage ist wahrscheinlich dabei, was das Ausgabeformat ist, also in welchem Format es dann daherkommt, weil ich mir das eben bei den WordCloud-Generatoren angeschaut habe und da gibt es schon Generatoren, die sagen, ihr Produkt kann, also das mit dem Generator erstellte Produkt kann nicht weiterverwendet werden, kann nur so oder so weiterverwendet werden, kann nur so oder so, ja, also die haben schon unterschiedliche Auflagen. Obwohl ich das als, technisch als JPEG oder als Bildformat einfach exportieren könnte, haben sie trotzdem unterschiedliche Auflagen dabei. Also mir leuchtet das ganz und gar ein, was du sagst, Martin, mit Word als Vergleich für andere, in dem Fall Tools, die Lernapplikationen ermöglichen, aber kann auch andere Fälle geben, vermute ich. Man müsste es wahrscheinlich beim Easy Generator genau anschauen. Wir runden langsam ab, glaube ich, auch das OER-Thema. Ja. Gast 2 fragt, viele Unterlagen lehnen sich doch an bekannte Theorien und Unterlagen an, ist ganz klar. Aber ich glaube, ich verstehe es so, wenn man traditionelle Quellen angibt, darf dann mein Artikel zum Beispiel also wieder mit OER-Lizenz versehen sein, mit CC-Lizenz. Ich meine, zitieren und verweisen darf man auf jede Quelle, egal welche Lizenz die hat wahrscheinlich, oder? Ja, das fällt in Österreich, das ist ein bisschen schwierig jetzt, also sehr differenzierte Antwort. In Österreich gibt es also eine Zitationsregel und mit der Zitationsregel kann ich einmal zitieren, also wobei also dann der Urheber oder das Gesetz sagt, es muss eindeutig als Zitation erkennbar sein. Eine Zitation ist zum Beispiel nicht 3 oder 4 Seiten weiter kopieren, sondern das ist natürlich nur ein Auszug. Und das heißt, und wenn man aber direkt etwas übernehmen würde und sein gesamtes Werk, also vielleicht ein Bild, das also nicht offen lizenziert ist und dann 3 Seiten Text dazu schreibt, dann kann man diesen Text offen lizenzieren, aber das Bild natürlich nicht, weil es natürlich in der Grundform also nicht offen lizenziert ist. Also das war gestern so eine Frage, was tut man mit einem gekauften Bild? Das ist blöd, das weiß ich, aber man müsste quasi im Text angeben, bitte, also es ist dieses Bild, also von dem ganzen Lizenzierung auszunehmen und extra darauf hinzuweisen, dass dieses eine Bild eben nicht also offen lizenziert ist. Da muss man sich so irgendwie helfen, grundsätzlich. Aber wenn die Frage ein bisschen anders war, das heißt, also es gibt ja auch sowas wie allgemeingültige Theorien, also ich weiß nicht, also das die Formel von Einstein oder so, das braucht man nicht mehr zitieren, weil das ist allgemeingültiges Wissen. Also das ich weiß, das ist in manchen Bereichen sehr schwierig, bei normalen Dingen, die wir so in der Schule mitgekriegt haben, da braucht man keine Angst haben, dass wir das noch zitieren müssen. Das kann man davon ausgehen, das ist nicht gut. Notwendig. Super. Letzte Frage, glaube ich, die ich jetzt hätte, wäre an alle. Und zwar, wer nutzt OER und wenn ja, welche von welcher Quelle? Ja, also vielleicht können alle, die jetzt hier anwesend sind, reinschreiben, ja, ich nutze OER und das heißt eine Quelle, einen Link dazu posten. Dass wir uns einfach ganz schnell noch austauschen. Live. Also das jetzt überhaupt, hat überhaupt nichts zu tun jetzt mit Test oder irgendwas, sondern ich glaube, wir sind einfach neugierig alle und im Sinne des Teilens, ja, das ist ja, darum geht es bei OER, teilen wir jetzt einfach. Wenn ja, genutzt oder gerne auch so, wie Jean-Luc jetzt eingegeben hat, sagen, na, noch nicht genutzt, dann ist das auch okay.
Ich habe ja besondere Freude damit. Wir haben dazu ja auch eine Frage im Forum gestellt. Die lautet auch so, wo habt ihr gute offene Bildungsressourcen gefunden und welche wollt ihr teilen mit euren Kolleginnen und Kollegen? Und da kommen wirklich also ganz tolle Tipps. Wir lesen das natürlich immer mit und freuen uns über die Funde und über die guten Quellen. Und da kann man einfach auch nachlesen, da sind inzwischen schon viel mehr gute Quellen für offene Bildungsressourcen, speziell für die Erwachsenenbildung versammelt, als wir sie im EBMOOC vorbereitet haben. Und da kommen aber zusätzliche gute, gell? Genau. Ja, also auch YouTube. Ja, das ist gar keine spezielle Quelle jetzt, aber natürlich auch viele offene Inhalte. Mhm. Ja, OpenHPI, das ist MOOC. Dem SAP Gründer. Genau, da sind wahrscheinlich auch offene Bildungsressourcen drauf. Na gut, interessant zu sehen. Wahrscheinlich sind da im Forum doch ein paar mehr Tipps gekommen. Collective Common ESL. Genau, Pixabay. Für Fotos. Allgemeinbilder und CH. Was ich jetzt gerade gepostet habe, ist eben der Link zu unserer Forendiskussion. Super. Super. Ich glaube, damit beenden wir jetzt diesen Rückblick auf die offenen Bildungsressourcen. Vielen Dank, Martin, für deine Expertise. Du darfst aber gerne weiterhin natürlich bei uns bleiben. Wir verabschieden uns noch nicht von dir. Außer du hast dringende Termine. Learning Apps sind das nächste Thema. Vielleicht noch zur Überleitung, Learning Apps, die man dort entwickelt, kann man auch unter CC-Lizenz stellen. Ist das richtig? Irgendwer hat das nämlich auch geschrieben. Das wäre jetzt eigentlich eine sehr passende Überleitung. Sehr gute Frage. Unter welcher Lizenz stehen eigentlich die Learning Apps? Also das fragen wir jetzt Birgit und Anna-Maria. Das berührt nämlich für mich die Frage, wie explizit muss eine Lizenz sein? Also wie explizit muss eine offene Lizenz sein? Es gibt so viel, was im Web jetzt einfach zur freien Nutzung zur Verfügung gestellt wird. Und wir sagen ja immer, Martin, offene Bildungsressourcen sind nur dann offene Bildungsressourcen, wenn sie ja explizit CC lizenziert sind. Aber das ist natürlich schon, das berührt natürlich schon genau diese Frage, zum Beispiel bei den Learning Apps. Ja? Sind Learning Apps offene Bildungsressourcen? Entschuldige, also die Learning Apps sind für Bildungszwecke kostenlos und ich glaube nicht, dass sie unter einer CC-Lizenz eigentlich sind. Also von dem her ist das nicht offiziell geregelt. Aber man kann, wenn man eine Learning App auf dieser Plattform erstellt, dann kann man die üblicherweise auch nutzen und verändern. Also man kann sowas Ähnliches machen, genau. Wie bei. Inhalte, also die, wenn man eine App erstellt, sind für die Inhalte und für das Verletzen vom Urheberrecht grundsätzlich die Autorinnen verantwortlich. Also die Plattform an sich hat damit eigentlich nichts zu tun. Sie sagen auch auf ihrer Homepage, dass Autorinnen dafür zuständig sind, welche Inhalte sie verwenden, wo sie die Bilder hernehmen, also jede Autorin ist für ihre App selbst zuständig. Mhm. Und muss aufpassen, dass die, also eben... Dass keine Urheberrechte verletzt werden. Mhm. Okay, also offenbar keine dezidierte CC-Lizenz für die Learning-Apps. Ja, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Vielleicht möchte auch jemand eine Erfahrung teilen oder direkt einen Link zu einer selbst erstellten Learning App oder natürlich auch konkrete Fragen der Nutzung. Ich habe gesehen, das ist ein Schweizer Produkt, kann man das so sagen, die Learning Apps? Genau, ja. Ja. Die getragen von vielen unterschiedlichen Ländern, also die App. Es gibt viele Autorinnen aus vielen unterschiedlichen Ländern. Genau, aber die Plattform selbst oder initiiert ist es von. Genau. Ja.
da kommt noch was für die Bildersuche zu OER offenbar. Na gut, dann habe ich eine Frage. Ich meine, jetzt ist das, also Learning Apps ist irgendwie eine Plattform, ja? Ist das jetzt so ähnlich wie bei Facebook? Also angenommen, Facebook schließt morgen, dann ist alles, was ich auf Facebook jemals produziert habe, weg. Ja? Also bei Facebook wird das nicht passieren, bei den Learning Apps hoffentlich auch nicht. Aber wenn es passieren würde, ist das dann so? Also bei den Learning Apps ist das so, dass wenn die Autorin zum Beispiel einen Klassenordner erstellt mit Apps, die sie selbst produziert hat, und dann nach einer Weile, zum Beispiel nach ein paar Monaten, wenn das nicht mehr aktuell oder interessant ist, den Ordner löscht, dann werden auch alle Apps automatisch gelöscht. Oder wenn der, wenn das Konto. Ich habe jetzt gemeint, wenn die Plattform Learning Apps eingehen sollte, geschlossen wird. Ja, so wie wir das jetzt ja auch erlebt haben bei den EduPads oder so, haben wir gesehen, da wird die Plattform geschlossen und dann irgendwo, man kann die Pads zwar irgendwie die Inhalte exportieren, aber könnte man die Learning Apps irgendwie anders dann wieder verwenden zumindest? Oder sind die wirklich so gebunden an die Plattform, dass das nur funktioniert, wenn es die Plattform gibt? Diese Frage könnte ich leider jetzt nicht beantworten, aber ich könnte recherchieren und es dann im Forum eventuell posten. Aber so speziell weiß ich das jetzt auch nicht, also was dann passieren würde. Ich würde allerdings davon ausgehen, dass die Betreiber von Learning Apps das nicht machen würden, also die würden das nicht ohne Ankündigung tun, ja. Weil ich sie im Kontakt, wir haben natürlich alle Betreiber von Tools, die wir eingebunden haben im EBMOOC, persönlich kontaktiert vorher, das heißt also digital kontaktiert und uns mit ihnen ausgetauscht und haben einfach sehr guten und unkomplizierten Kontakt herstellen können. Die sind sich sehr bewusst, wie viele Menschen mit ihren Tools arbeiten und die würden das nicht machen. Also ich denke, es ist ähnlich wie bei EduPad oder Padlet, wenn da einfach Veränderungen Padlet ist ein schlechtes Beispiel, wie bei EduPad, wenn da Änderungen vorgenommen werden, wenn erfahrt man das vorhaben. Ich meine, das Einfache bei EduPad ist natürlich, ich kann es als Text exportieren, mit dem Text kann ich überall was anfangen. Die Learning Apps haben ja doch ihr eigenes Format und das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, damit dann weiterzuarbeiten. Aber Elb Campus würde mich auch interessieren, wer dahinter steckt, vielleicht kann man noch einen Link auch dazu. Man kann das in SCORM exportieren. Also SCORM ist irgendwie ein E-Learning-Standard-Format. Kann irgendwer dazu mehr sagen? Ich kann da jetzt nicht so richtig viel dazu sagen. Vielleicht könnte ich vielleicht erklären, mag ich auch Elb Campus freischalten. Ja, ich gebe mal Elb Campus und Bildrechte. Ja, also SCORM geistert für mich, ist immer wieder mal aufgetaucht in der E-Learning-Welt, aber ist irgendwie ein Standard. Genau, Wikispaces ist auch so ein Dienst, der leider geschlossen worden ist. Eben, also werden ohne Gewährleistung bereitgestellt, es werden keine Garantien angegeben für die Verfügbarkeit und so weiter. Ja, also, das heißt, ein gewisses Risiko geht man ein, wenn man dort was bereitstellt. Musst du mal, David, die Tonrechte für den Kollegen von Elb Campus freigeben? Hätte ich gemacht. Hätte ich ja. Jetzt geht's. Da bin ich. Danke. Hallo. Moin. Hallo. Ja, danke sehr. Das SCORM-Modul ist ein Format, um E-Learning-Module zu exportieren und auszuwerten. Es tut mir sehr leid, aber der Ton ist leider fast unverständlich. Wir haben gehört irgendwie Export- und Austauschformat, ja? Ja. Ja. Da geht es besser? Ist ein bisschen besser, ja. Ja. So, SCORM ist ein Format. Unter welchem E-Learning Aktivitäten oder Produkten exportieren und dann eine Lernplattform in eine Lernplattform importieren. Und mit dieser Idee der Austausch, ich produziere ein E-Learning-Modul
Und ich möchte gerne auch eine Studia-Plattform nach eine andere Plattform Moodle importieren. So, ich kann diese Tom-Formate. Okay. Also man kann E-Learning-Inhalte zwischen Plattformen transferieren. Ton ist leider wirklich nicht gut. Ich habe jetzt einfach mal einen Link reingestellt zu Wikipedia in der Hoffnung, dass das gut ist. Auch ein Link zu Elb Campus, offenbar ja. Handwerkskammer Hamburg. Ja, die Bildungseinrichtung steht da offenbar dahinter. Auf jeden Fall vielen Dank. Ja, gerne weitere Fragen zu den Learning Apps, sonst habe ich eine Frage. Ich möchte aufgreifen, das, was Herbert Schmidt, der ja auch einigen vielleicht schon bekannt sein dürfte, er hat eine Online-Begleitgruppe, hat er ja kürzlich gestartet, ganz engagiert. Er hat ja eingebracht das Stichwort H5P. Ich muss hier nochmal in den Chat schreiben. Und ich glaube, er hat es auch so gemeint, als mögliche Alternative auch. Und wir suchen ja auch immer nach Alternativen zu den unterschiedlichen Tools, die wir im eBMOOC vorstellen, zu den Learning Apps. Wer mag vielleicht dazu was sagen? Da habe ich euch jetzt überrascht mit einem allzu neuen Thema. Ja, ich schalte jetzt mal den Herbert frei, weil ich glaube, das ist schon interessant und das passt nämlich ziemlich genau dazu. Hildegund nickt so, oder? Hildegund, magst du? Dein Mikro läuft eh. Ich nicke interessiert. Interessiert bist du, okay, das ist auch gut. Hört ihr mich? Ja, Herbert, bitte. Hier ist Herbert Schmeichel. Hört ihr mich? Ja, ja. Ja. Gut. Also wir haben ja selber einen MOOC gemacht und haben für die Quizzes da drin H5P verwendet. Damals war der Oliver Tacke noch an der FH Lübeck und er hat uns damit sehr geholfen. Und wir wollen jetzt anbieten im Rahmen der virtuellen Begleitgruppe, die ja leider nicht so besucht wird, wie wir es geglaubt und gehofft hatten, ein Thema H5P in eine Diskussion. Was kann man damit machen? Wie macht man das? Wo findet man irgendwas? Wer hilft einem? Und es ist uns gelungen, den Oliver Tacker auch dafür zu gewinnen. Einen Termin gibt es noch nicht im Augenblick. Wenn da ein Interesse besteht, im Forum ist ja ein Thread virtuelle Begleitgruppe und bei der FB-Gruppe gibt es auch ein Post, wo wir abstimmen, wann wollen wir das machen, wann passt das zur Zeit, was ist für die interessant. Also wer sich dafür interessiert, bitte diese beiden Punkte beobachten und wir werden in den nächsten Tagen mit einem Terminvorschlag kommen, wann wir das machen können. Also das Interessante, vielleicht kann ich das kurz ergänzen, ist hier das Ganze basiert auf HTML5, ist also ein Standard und die, also man sieht hier so ein Beispiel von so einer kleinen Lern-App und das Ganze lässt sich einbinden dann in Moodle, WordPress und so weiter. Ja, und das wird hier auch gemeinsam kann man hier eben auch dann solche, so ein Mini-Memory, was ich gerade spielen kann. Ja, also ich glaube von der Idee ist das ein bisschen was Ähnliches. Gut, habe ich irgendwelche Fragen vielleicht übersehen? Wir sind heute so rasant unterwegs, gell? Wir wechseln so schnell die Fragen ans Publikum und die Themen fürs Publikum, da ist vielleicht gar nicht so leicht, die jeweiligen Fragen und Themen parat zu haben. Ja, wir haben heute auch viele. Wir haben auch viel vor, ja. Okay. Anna-Maria und Birgit, wollt ihr noch irgendwie das ein oder andere ergänzen zu diesem Thema?
gibt es irgendwie etwas ganz Aktuelles? Nein, prinzipiell die Erfahrungen sind ja auch im, also im Forum gewesen, dass die Plattform prinzipiell sehr, sehr gut zu bedienen ist. Man muss natürlich immer alles gut durchschauen, die Sachen zuerst selber mal probieren. Aber der große Vorteil dieser Plattform ist einfach, dass eben, dass man die Sachen auch verändern kann, so wie man selber braucht. Und das ist, glaube ich, eben unsere Erfahrung auch. Super, danke auch für den guten Tipp mit dieser neuen Plattform. Also ich kenne die noch nicht und ich werde sie sicher dann auch ausprobieren, weil es ist immer spannend, auch neue Sachen wieder auszuprobieren und dann vielleicht auch neue Sachen zu entdecken. Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade ein bisschen ein Hype. Ja, also H5P ist gerade... Ja. Das Insta vom Innen, wie meine Kollegin immer sagt. Gerade. Ja, dann würde ich sagen, wir springen zum nächsten. Das war eine App, die dort vorgestellt worden ist. Und zwar die Phase 6 Hallo App. Das ist ein sonderbarer Name, oder? Aber gibt's irgendwie, kann man den Namen irgendwie erklären, warum das so heißt? Na, also ich weiß jetzt nicht, warum die so heißt. Könnte ich jetzt nicht sagen. Es gibt eben Hallo Erwachsene und auch eine Version für Kinder. Vielleicht ist es da irgendwie so eine Unterscheidung, aber an sich kann ich jetzt sonst dazu nicht sagen. Warum Hallo, weiß ich nicht. Ich weiß vor allem nicht, warum Phase 6. Ja. Also Hallo würde ich nur einmal als eins der ersten einfachen Vokabel für DATS-Lernende mir vorstellen können, aber die Phase 6 muss irgendwas mit der Entstehungsgeschichte des Tools zu tun haben, die wir jetzt nicht aber kennen. Um den Namen soll es ja nicht gehen. wer hat denn die App vielleicht ausprobiert? Würde mich jetzt interessieren. Das ist ja ein Bonusvideo gewesen von uns, also kein sozusagen Pflichtinhalt, also kein Kerninhalt, sage ich mal, so eher für die Kolleginnen und Kollegen, die einfach im DATS-Bereich arbeiten, was ein wichtiger Bereich ist, also Basisbildung und Deutsch für Lernende mit Deutsch als Zweitsprache. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Ressourcen und die Phase 6 Hallo-App ist eben eine, die ihr als besonders günstig erlebt und erfahren habt bei deiner IDA, wo ihr wirklich einfach die Erfahrung macht, dass sie dazu viel geeignet ist, dass die Leute alleine damit lernen können. Ne? Also das ist so die Besonderheit, weil für vieles braucht man den Kurs. Gell? Genau. Ja, das ist da jetzt, oder? Zu sehen, mein Smartphone, ja? Mhm. Sollen wir was zeigen? Ja, also prinzipiell ist es sehr einfach zu bedienen. Am Anfang schon diese Möglichkeit, die Erstsprache einzustellen. Aber wenn eben vor allem in der Basisbildung jetzt Teilnehmer, die nicht in der Erstsprache lesen können, auch die Möglichkeit eben gibt, Deutsch als meine Erstsprache einzustellen. Und das ist, finde ich, ein großer Vorteil, der nicht bei allen Apps so möglich ist. Und es gibt unterschiedliche Themen. Und eben der große Vorteil auch darin ist eben, jede Person lernt individuell am eigenen Smartphone. Und eben wirklich auch nur eine gewisse Zeit. Die App sagt irgendwann einmal, okay, passt, du hast genug geübt, du kannst dann an einem darauffolgenden Tag weiter üben und das macht, finde ich, auch so das Lernen irgendwie leichter, weil nicht die Möglichkeit besteht, einfach alles einmal durchzuprobieren und dann nicht noch einmal reinzuschauen, sondern wirklich auch zu schauen, aha, ich kann kontinuierlich eben an Themen lernen und es werden immer neue Vokabeln freigeschaltet, neue Themen frei, also neue Stufen freigeschaltet und das ist, finde ich, auch sehr praktisch, auch für Teilnehmer, die vielleicht nicht so große Lernerfahrung auch haben. Claudia, ich ja. Hier gerade Memrise. Sprachliche Superkräfte, klingt ja gut. Und sie schreibt auch, dass es solche Apps wie Hallo Hunderte im iTunes Store gibt. Da würde ich sagen, einerseits ja, andererseits die Frage ist halt immer, ob es erwachsenengerechte Tools sind. Und da ist unsere Erfahrung, dass es dann nicht mehr Hunderte sind. Wenn ich wirklich nach erwachsenengerechten suche, dann wird es ein bisschen schwieriger. Also wo die
sozusagen die Bilder, die Vokabel, aber vor allem die Alltagssituationen, um die es geht, halt eher Situationen aus dem Erwachsenenleben sind. Da wird es dann ein bisschen knapper, dann sind es nicht mehr so viele. Ja, und auch natürlich die Vokabeln immer auch in Sätze eingebettet haben. Das ist halt nicht immer bei den, also es gibt sehr viele Vokabel-Apps, aber wirklich auch natürlich, die immer auch einen Satz beinhalten oder so, das macht eben auch diese Alltagsrelevanz dann aus, dass ich dann auch immer einen Satz dazu habe. Ja, Goethe-Institut hat viele, genau, sehr viele. Auch viele empfehlenswerte. Auch, ja. Ja, gut. Das ist unser einziges mobiles App, das wir vorgestellt haben, gell, im EBMOG. Mobile App. Mobile. Zum Sprache, zum aber wir hatten doch... zum Sprache, ja, wir haben die Office Lens haben wir gehabt, genau. Office Lens. Außer also Office Lens hilfreich. Danke, genau. Okay. Also vielen Dank für die Tipps. Vielen Tipps, ja. Ja, danke, danke Anna-Maria und Birgit. Nächstes Thema ist der Flipped Classroom. Also jetzt geht es wieder ein bisschen weg von Tools in Richtung Format. Und ja, Expertinnen sind hier an dieser Stelle dann Birgit und Martina. Insbesondere dann auch zu den Videotools, die wir dann auch besprechen können. Was ist denn diskutiert worden, Birgit, zum Thema Flipped Classroom? Naja. Wir haben das Setting mit viel Werb und Begeisterung vorgestellt, einfach weil, also ich habe selber sehr gute Erfahrungen damit und es ist einfach eine gute Möglichkeit, da die digitalen Tools dafür zu nutzen, um Zeit zu haben für mehr Austausch. Nicht? Also Flipped Classroom bedeutet ja, dass ich der Digitalisierung sozusagen die Wissensvermittlung überlasse und die Treffen, die Präsenztreffen einfach dafür nutze, mich auszutauschen mit Kolleginnen und Kollegen und das ist halt schon was ganz Tolles. Und also das ist, denke ich, also eine der Hauptchancen, die die Digitalisierung für die Erwachsenenbildung bietet, dass wir das, was wir eigentlich gut können und vor allem wollen, nämlich voneinander und miteinander lernen, verstärkt miteinander machen können und den digitalen Angeboten ein bisschen diese Wissensvermittlung überlassen können. Und wir haben das auch benutzt, sage ich mal, das Thema Flipped Classrooms, um Videos als Format aufzuspielen, als Vorschlag, ja, Videos, kurze Instruktionsvideos oder Interviewvideos oder Diskussionsvideos einfach vorzustellen als eine Möglichkeit, wie man ja, Inhalt einfach generieren und bringen kann. Mehr möchte ich gar nicht sagen dazu, weil ich glaube, interessanter sind die Videotools. Inzwischen ist eine tolle Sammlung entstanden zu den Videotools bei uns im Forum. Martina sitzt auch schon da und ist sozusagen startbereit, über Videotools zu sprechen, wenn es dazu Anmerkungen oder Fragen gibt. Vielleicht dort nochmal auch zum Verständnis. Ich meine, Video und Flipped Classroom ist die eine häufige Kombination, aber nicht die einzig notwendige, oder? Genau, es ist nicht unbedingt notwendig. Flipped Classroom heißt ja nur, ich drehe das Setting um, das übliche, und ich gebe vorher den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einfach die Chance, sich vorzubereiten auf ein Treffen anhand von Lernunterlagen, und die müssen nicht unbedingt, die müssen nicht unbedingt digital sein, die müssen schon gar kein Video sein. Ja? Aber Videos sind halt die üblichste und häufigste Form von ja, Formaten, die im Rahmen von Flipped Classroom verwendet werden. Muss aber nicht sein. Ich kann offene Bildungsressourcen verwenden. Ich kann Videos verwenden, die als offene Bildungsressourcen auf YouTube zur Verfügung gestellt werden oder woanders, die einfach als offen lizenziert sind. Ich kann die Videos selber machen oder ich kann ganz einfach mit, sogar mit Skripten könnte ich arbeiten oder ich könnte mit Learning Apps im Vorfeld arbeiten und mich dann einfach zum Austausch darüber treffen und hätte schon ein wunderbares Flipped Classroom Format. Flip
Grid, sehe ich jetzt hier gerade von Anna Maria. Und was gibt's da? Also das sieht aus schon wie, ja, also Flip klingt nach Flipped Classroom. Anna Maria, sag kurz was, um was es da geht. Viel zu Flip kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich es bis jetzt noch nicht ausprobiert habe, aber ich kenne das von meinem Bruder, der ist ebenfalls Lehrer in der Schule und er verwendet es mit seinen Klassen. Also er stellt ein Video oder ja, zum Beispiel er stellt ein Video in seine Flipgrid-Klasse und die Schülerinnen und Schüler müssen dann ebenfalls mit einem Video antworten. Okay. Im Prinzip funktioniert das also. Okay. Also so zeitversetzte Videokommunikation möglicherweise. Also jetzt sind wir alle gleichzeitig hier per Video. Zu einem Thema zum Beispiel erstellen Sie, er stellt ein Video zum Thema, ich weiß es nicht, der Erste Weltkrieg und die Schülerinnen und Schüler können dann kurze Videos machen und andere Schülerinnen haben dann die Möglichkeit, sich die Videos anzuschauen und das ist sozusagen voneinander lernen. Das ist sozusagen Flipped Classroom in Serie geschaltet unter Beteiligung aller, die wieder den Content erzeugen. Hört sich spannend an. Genau. Also so Zusammenfassungen oder Beiträge auf Deutsch habe ich jetzt nicht gefunden und ich nehme auch an, dass viele Lehrerinnen das, oder Erwachsenenbilderinnen von mir aus das schon kennen, aber so MOOCs oder irgendwelche Handouts, Anweisungen, Anleitungen auf Deutsch habe ich jetzt nicht gefunden, also bis jetzt. Es ist nur auf Englisch. Ist eigentlich auch die Idee diskutiert worden im Forum, dass ja MOOC auch die Basis für ein Flipped Classroom Konzept sein könnte? Also ein MOOC? Das machen wir ja gerade, David. Wir haben ja da jetzt eigentlich ein Flipped Webinar. aber die Frage ist schon einmal andere, ob uns das bewusst war und ob das auch in den Foren bewusst geworden ist, dass natürlich auch andere MOOCs als Basis für Flipped Classroom dann verwendet werden können. Es ist eine wunderbare Idee. Also man könnte einfach, also es gibt so viele eben offen lizenziert natürlich MOOCs, aus denen ich Einheiten oder Videos rausnehmen kann und zur Basis für Präsenztreffen machen kann. So wie wir die Lerngruppen jetzt im Rahmen des EB-MOOC eben initiiert oder erbeten haben oder die jetzt dabei haben, so kann man das natürlich mit einzelnen Teilen eines MOOCs auch machen. Ich kann immer sagen, ich gestalte zu dem Thema Präsenztreffen, lade Leute ein, bereitet es vor und kassiert Teilnehmerinnenbeiträge und die verwende MOOC-Einheit als Flip-Vorbereitung. Und das Treffen ist sicher viel ertragreicher, als wenn man sich einfach so mit den Leuten trifft. Die Begleitgruppen zu unserem EB-MOOC sind ja eigentlich Flipped Courses, Workshops oder wie auch immer. So ist es. Und im Idealfall funktioniert es so wie bei unserer Einheit heute, dass 95% derer, die zum Treffen kommen, dann ja auch wirklich schon die Vorbereitungseinheit gemacht haben. Sehr brav, sehr brav. Sehr fleißig. Ja. Na super. Was nicht ganz flippt ist da hier, was wir da gerade machen, ist, wir haben zu wenig sozusagen wirklich Einbindung da. Also es ist nicht face-to-face natürlich und wir haben zu wenig Möglichkeit, wirklich mit allen gemeinsam zu diskutieren. Aber dazu sagen wir eher am Schluss auch noch was. Ja, wir würden uns freuen, wenn es irgendwie Fragen oder wenn jemand Erfahrungen auch noch einbringen mag aus eigenen Flipped-Formaten in der Erwachsenenbildung. Aber möglicherweise diskutieren wir heute zu angeregt unter uns auf dem virtuellen Podium. Sind wir euch heute zu rasant? Um was einzubringen in den kleinen, schmalen Slots, die wir thematisch eröffnen?
Passt schon, okay. Ja, schön. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir kommen zum letzten Thema des heutigen Nachmittags, nämlich Moodle, ja, Open Source Lernplattform. Und ja, Hildegund ist da als Expertin dabei. Genau, ich muss da mal hineinreden. Ja, also wir haben dieses mit der Birgit zusammen dieses kleine Präsentationsvideo gehabt am Beginn. Und dann gab es auf der MOOC-Plattform eine kleine Diskussion und ist dann aber recht schnell in das Moodle-Forum übergeschwappt, das ja ein Moodle zum Anfassen sozusagen war. Und die drei Hauptthemen in der Diskussion waren eben, die einen haben gesagt, wow, Moodle, was ganz Neues, noch nie gehört, noch nie gesehen. Und dann die andere Extremposition, boah, Moodle, ein alter Hut und furchtbar langweilig und hierarchisch organisiert. Und dann gab es die Dritten, die sozusagen den Schwerpunkt drauf gelegt haben, wie viel Arbeit ist denn das, eine Lernplattform zu machen. Um diese drei Themen sind wir hauptsächlich gekreist. Und es war eine sehr nette Diskussion, muss ich sagen, ja, wo es auch die schlecht identifizierbaren Gäste, die ja alle Gast hassen, auch aufeinander Bezug genommen haben und so. Es war eine schöne Sache und gleichzeitig hat es gezeigt, wie toll das Forum in Moodle funktioniert, ja, dass sich die Teilnehmerinnen in diesem asynchronen Ding einfach an Gedanken machen können und dann, wenn sie Zeit haben, darauf antworten können. Das hat sich sozusagen selbst gezeigt, wie schön es ist. Ja? Und du hast natürlich ein sehr lebendiges Moodle vorbereitet gehabt für uns zum Üben und alles Mögliche eingebunden, ja, also alle möglichen anderen Tools eingebunden. Es war ganz eben auch von den Reaktionen, einige haben dann gefunden, das Video ist so wunderbar, das Beispielvideo, das da eingebunden war. Und es hat eben ein bisschen gezeigt, dass Moodle ein bisschen mehr sein kann als die Ablagewüste, die es ja ganz oft ist. Also Dokument, ich glaube, der Martin hat das einmal schön gesagt in irgendeiner Veranstaltung, man bereitet so viel vor für die Lehrenden und die könnten alles machen und dann zu 96% Dokumente aufgeladen und Dokumente abgeladen. So, also dass dieser Service offensichtlich am meisten gefragt ist. Aber bei diesem Probemoodle konnte man eben sehen, dass es einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, es aktiv einzusetzen. Wir hatten ja auch der Name entfallen, wo man Dinge definieren kann. Dieses Glossar. Das Glossar. Genau, wo man dann einfach sieht, wenn die Teilnehmer Begriffe definieren, dann sieht man einfach wieder, welche Begriffe sind hängen geblieben. Einfach eine kleine Funktion, die man verwenden kann und die ein super Feedback ist auch für den Lehrenden. Ja? Was ist eigentlich hängen geblieben? Was mir eigentlich erstaunt ist, Moodle ist schon so lang, gell? Lang und manche sagen schon old-fashioned und ist irgendwie vielleicht nicht mehr so sexy, nicht mehr so cool, Moodle, wer macht schon Moodle, aber es hält sich einfach so ungemein, es ist einfach ein paar sehr praktische Dinge, sehr einfach vereint und offen und frei zugänglich ist und man kann einfach die notwendigen Dinge auf einer Lernplattform hat man dort halt einfach gut beieinander und man kann ja eh alles einbinden, gell? Genau, man kann alles einbinden und das Schöne finde ich, dass das auch viel vorstrukturiert ist. Das heißt, wenn ich selber nicht der oberstrukturierte Mensch bin, kann ich das auch gut verwenden. Also man kann natürlich auch auf Facebook lernen und mit WordPress einen schönen Klassenraum machen und so weiter, aber dann habe ich viel mehr strukturierende Arbeit, damit sich alle immer auch noch auskennen, was jetzt eigentlich los ist und was los war und was man wann gemacht hat. Und da ist das Moodle ganz wirklich praktisch. Ich habe letztens auf einer Konferenz war ein Vortrag
die nächsten 10 Jahre von Moodle. Echt? Ja. Und da ist irgendwie drüber gesprochen worden, dass es eben auch viele Adaptierungen für viele Adaptionen für Firmen gibt. Ja, dass auch Firmen, die sich eigentlich die super teuren Tools leisten könnten, teilweise auch Moodle verwenden, weil es einfach, einfach praktisch ist. Ja. Praktisch, einfach, vielfältig. Und manche Dinge sind einfach vorgegeben, die kann ich dort verwenden und muss nichts extra zaubern. Ja? Für Leute, die ganz viel zaubern möchten, die werden vielleicht eher was anderes machen. Ja, das ist ja immer die, ich schaue immer so nebenbei, ob es Fragen gibt. Ein Instant Messenger einbinden in Moodle, also ich überlege jetzt gerade, weil ich mitgekriegt habe von meiner Kollegin, die auf der LearnTech war, dass sich sehr stark alles drum dreht, wie kann ich denn die ganzen Tools, die ich wirklich so brauche für die praktische Arbeit an einem Ort vereinen. Und Moodle ist eigentlich eine Möglichkeit, wo man vieles an einem Ort vereinen kann, aber halt mit dem Forum ist es halt eher doch was Langsameres. Kann man Instant Messenger, ja, verlinken kann ich alles, ne? Die kann alles raufholen, ja. Verlinken kann man alles, aber es ist so, wenn Moodle ausgeschalten ist, dann ist ausgeschalten. Genau, der wird nicht blind zu mir sagen, während ich irgendwo vertieft sitze, im Gegensatz genau. zu vielen anderen Anwendungen. Ja. Genau, aber ich habe das letztens wieder ein Studium unternommen, sozusagen in einer richtigen Studiengruppe mit jungen Leuten. Und die haben das einfach auch ganz gut verbunden mit, also die haben die Facebook-Benachrichtigungen, die von selber erscheinen und dort ist dann das Posting erschienen, dass man gerade was auf Moodle eingestellt hat. Ja, also okay. das hat so solche Verbindungen funktionieren eigentlich auch ganz selbstverständlich. Also die Lernenden suchen sich dann eh die Wege, wie sie die unterschiedlichen Kommunikationen auch verbinden können. Genau, ja, und es gibt sowieso auch für Moodle gibt es eine Smartphone-App, also eine mobile App natürlich, also das gibt es sowieso, funktioniert bestens. Genau, das machen wir eben, wenn es zum Beispiel so Flipped Classroom-Aktivitäten sind. Die Lernenden schauen sich das Video dann, also meistens nicht zu Hause am Wochenende an, sondern in der U-Bahn, wenn sie schon zum Kurs fahren. Ja, und das geht aber auf der mobilen App, geht das, zieht man sich schnell hinein. Ja, und, ja. Und damit sind sie vorbereitet. Ja, damit sind sie vorbereitet. Genau. Wobei ich immer finde, dass gerade so das, was du gerade ansprichst, ist so eine spannende Frage, nicht? Wie weit brauche ich auch im E-Learning Konzentration oder wie weit kann ich einfach, brauche ich Fokus und Konzentration oder kommen wir durchs digitale Lernen wirklich so zu diesem überall zwischendurch in kleinen Häppchen lernen? Das ist natürlich auch eine interessante Frage. Und da ist Moodle ohnehin so ein Übergang, denke ich. Moodle verlangsamt uns ein bisschen in diesem Lernen in kleinen Portionchen und in dem mobilen Lernen. Aber wenn ich sowohl das am Handy habe und natürlich dann unterwegs damit arbeite, auch wieder nicht, ja, genau. Ja, ja. Und ist zum Beispiel jetzt, also in den letzten 3 Wochen sind unsere Moodle-Zugriffe enorm gestiegen und zwar nicht wegen des MOOCs, sondern weil jetzt Matura ist, ja. Und wir haben ja die Berufsreifeprüfung praktisch 1:1 abgebildet in Moodle-Kursen und das ist natürlich super, dass man ein Jahr lang war man in einem Kurs und hat irgendwas gehört und hat keine Hausübungen gemacht und hat sozusagen auch Feedback bekommen von den Lehrenden und das Feedback, das ich nur höre, also das höre ich, merke mir es 10 Sekunden und vergesse es gleich wieder. Und wenn das aber wo notiert ist, dann kann ich mir das wirklich vor der Prüfung, also wenn ich die Leistung abrufen muss, kann ich mir das alles nochmal anschauen und durchlesen. Und das hat wirklich Vorteile, finde ich, für das Lernen. Ja. Und also lustiger ist was anderes natürlich. Also zu den lustigen Dingen verlinkt man dann. Moodle selber ist, wie auch im Forum ein bisschen kritisiert worden ist, ziemlich textlastig. Also ich kann es nicht so... Ich kann schon Büdeln einstellen und Videos, aber ich kann es nicht so ganz kunterbunt gestalten. Ja, es gibt dann immer Überschriften und die Links haben einen schriftlichen Namen und so weiter. Aber es bietet eben die Struktur, dass die Leute unter anderem auch eben, das haben wir eben in dem Video, glaube ich, auch besprochen, also dass die Leute im Kurs wissen, wie die anderen Leute heißen und wie mein Lehrer heißt und wann die Prüfung ist und also solche Dinge kann man dort einfach festhalten und der Lernraum ist das, wo das dann einfach versammelt werden kann, ja. Genau. Und ich habe auch ein Repositorium oder Bibliothek, ja, wir hören. Aber nicht jeder liebt, ja. Also, und das ist ja das, also jeder muss ja so unterrichten, wie man selber lustig ist, ja. Also ich komme gerade aus einem Kurs, wo ich mit Kreide auf eine Tafel schreibe, ja.
Und dann habe ich 6 Stunden den Kurs und der funktioniert super und die Leute sind begeistert und lernen auch ganz viel. Also das, was man am Anfang, was der Martin auch gesagt hat, es geht jetzt nicht so um das Material und es geht auch nicht so um die Tools selber, sondern es geht darum, wie ich unterrichte und wie die Lernenden motiviert sind und dann trifft sich das irgendwie mit den Tools und mit den Materialien und man schafft eine optimale Lernsituation. Na, so ist es. Hildegund, hast du dich auch mit ob es im Chat was gibt? Ja, hast du dich mit Alternativen? Mit Alternativen habe ich mich immer nur beschäftigt als Vergleich. Also ich habe nie auf Elias zum Beispiel gearbeitet. Ich habe mal was mit Edmodo gemacht. Das ist diese amerikanische Plattform, die eher für Schulen ist, aber wo man sehr viel machen kann. Und ich muss sagen, im Vergleich gibt es natürlich viele Lernplattformen, die genauso gut sind wie Moodle. Also das ist jetzt nicht das Königsstück von allen. Aber Moodle hat eben für uns den Vorteil, dass es auch im deutschen Sprachraum schön verbreitet ist und dass es auch viel Austausch darüber gibt. Also wenn in Google oder in YouTube irgendwas eingeht mit Moodle, habe ich sofort auf Deutsch eine Instruktion und eine Diskussion, wo mein Problem gelöst wird. Das ist einer der Vorteile. Hier kommt ein Stichwort wieder, nämlich Problem mit Login-Daten. Ist das in der Praxis? Alle für Lehrende, muss ich sagen. Ja. Gleich gut. Ich kann jetzt gar nicht so sagen. Jetzt haben wir ein bisschen Leitungsprobleme nach Wien zu Hildegund. Sie war gerade so bei diesem Punkt, wie schön das ist, dass Moodle jetzt schon so verbreitet ist. Und ich finde, also in der Lehre beobachte ich das so stark, wie ich begonnen habe, mit Lernplattformen zu arbeiten, mit WebCD und dann später mit Blackboard. Nein, da hat es immer am Anfang noch so eine Einheit gebraucht, da sind wir dann in einem Computerraum gesessen und ich habe den Studierenden zeigen dürfen, wie das geht. Und jetzt ist es ganz anders, die können alle schon Moodle und wir können uns sofort irgendwo treffen und brauchen keinen Computerraum. Wir können das schon machen, aber dort ist es dann eher so, dass die Studierenden mir zeigen, was sie jetzt neuerdings auf Moodle machen und wie sie damit umgehen. Das sind so die großen Vorteile, ja, wenn man mit einem bekannteren Tool halt arbeitet. Das können wir dann nochmal posten, die Login-Daten für den Moodle. Was? Du warst ja vorher schon dabei, reinzuschauen, gell? Wir haben schon mal einen Blick reingeworfen gehabt. Das war unser Übungsmoodle. Ich kann's auch. Ich hab schon. Der Link, der ist irgendwo weiter oben. Ja, wer mag vielleicht auch noch ein alternatives, ein weiteres neben Ilias und Edmodo? Wer hat noch Erfahrungen mit alternativen Lernmanagement-Systemen? Würde mich interessieren, ob da was in der Praxis eingesetzt wird. OLAT. Mhm. Was ganz interessant war, ist auch, hört ihr mich jetzt wieder? Ja. 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 Jetzt warten wir aufeinander. Hört mich jemand? Ja. Ja. Aber wir haben offenbar ein bisschen einen zeitlichen Ersatz. Kann jemand was zu OLAT sagen? Martin vielleicht. Ich glaube, wir hatten mal über OLAT irgendwann gesprochen, wenn ich mich nicht irre. Martin, dürfen wir dich? Ja, OLAT, also meine Erfahrungen gehen sehr weit zurück. Also ich habe seinerzeit mit WebCD gearbeitet, mit Blackboard gearbeitet, mit E-Learning Hyperspeed. Das ist sind die ganzen Vorläufer eigentlich und die ersten Lernplattformen gewesen, bevor Moodle durchgefeatured worden ist, als erste Open-Source-Plattform. OLAT auch. OLAT hat ein bisschen einen anderen technischen Hintergrund. Die bauen also aus Java und JavaScript auf. Das ist also grundsätzlich eine sehr schnelle Plattform. Gibt auch ein Open OLAT, das ist von der ETH Zürich dann, oder Uni Zürich, ich glaube, einer von den zwei, weiterentwickelt worden. Wir kennen grundsätzlich sehr viele Plattformen natürlich. Also es gibt immer Vor- und Nachteile. Grundsätzlich ist es aus unserer Sicht wichtig, dass zentrale Bildungsinstitutionen ein Tool zur Verfügung stellen, das es ermöglicht, quasi
Lehrinhalte anzubieten. Wir selbst also geben immer wieder raus, es geht so gar nicht so sehr darum, was ist jetzt das Beste. Also ich halte das, also es ist immer aus der Perspektive der Bildungsinstitution zu sehen. Und also im Falle der TU Graz kann ich sagen, war das Beste deswegen Moodle, weil es halt die meisten haben. Ja, und also ich Entwickler und Entwicklerinnen brauche dafür und also da gibt es jetzt mittlerweile sehr viele im Vergleich also zu anderen speziellen Software und dann schlägt halt das durch, also im Sinne und nicht vielleicht die performanteste Plattform, weil das ist zum Beispiel Moodle definitiv nicht. Also und das muss man immer aus der Bildungsinstitution heraus beurteilen, also was man machen kann und was halt nicht. Ja. Also funktional sind sie meistens sehr ähnlich, die Buttons sind woanders zu suchen. Kennst du auch Google Classroom, weil das hier auch erwähnt wird? Google Classroom habe ich nicht getestet, also ich habe mir es nur so mal durchgescrollt. Also Google ist für mich natürlich jetzt als Universität ein bisschen ein rotes Tuch. Sonst so. Jemand Erfahrung? Warum habe ich es nicht mehr angeschaut? Mit Google Classroom? Die Frage war auch schon im Forum und da haben wir eigentlich noch keine großen Erfahrungsberichte einsammeln können dazu. Offenbar gibt es da vielleicht bei mehreren die gleichen Bedenken wie bei dir, Martin. Eher nicht mit Google Classroom, gell? Oh ja. Hildegund könnte uns da bestimmt mehr sagen, wenn sie sagen könnte. Jetzt haben wir ein Tonproblem, gell? Ja. Naja. Probier mal, Hildegund. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Bin ich wieder da? Ja. Bin ich wieder da? Okay. Ja. Genau, Google Classroom ist für mich, ist mir ganz unsympathisch. Aber nur aus dem Bauch heraus. Kolleginnen von mir verwenden das sehr, sehr gern und sagen auch die Studentinnen und Studenten verwenden es gern. Weil man auf diesen Google-Dingern offensichtlich sind da alle eingeloggt und so weiter. Also das, da gibt es schon gute Erfahrungen auch damit. Ja? Ich fühle mich nicht wohl drauf, ich gehe mal gleich wieder weg. Genau, das war das dazu. Und zuerst habe ich eben geschrieben, also für die Kolleginnen ist es oft der Krampf, jetzt müssen wir noch viel mehr arbeiten mit dem Moodle oder mit irgendeiner anderen Lehrplattform. Und bekommen wir da mehr Honorar und so weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, ganz persönlich, es rentiert sich ganz, ganz schnell, weil ich alles wiederverwerte. Ja? Ich bin der multiple Wiederverwerter, ich verändere die Sachen ein bisschen und bereite mich für Kurs, also ich habe so einen 5-Stunden-Kurs laufen, da bereite ich mir eine halbe Stunde vorher vor, ja, weil ja alles schon da ist, das habe ich immer zu dem Termin gemacht, dann schmeiße ich was aus, mache irgendwas dazu und bin schon fertig. Ja, also das hat schon große Vorteile auch, ja. Es ist kein Recycling, sondern es ist ein Upcycling wahrscheinlich. Genau. Genau, ja. Das ist wirklich für Lehrende auch ein Vorteil, muss man sagen. Hallo Lehrende. Hildegund, ich hätte jetzt noch eine Frage an dich, weil du gesagt hast, du bist schnell weg bei Google Classroom, weil es da irgendwie unsympathisch ist. Und wir haben da jetzt ja auch Diskussionen über Lernräume, auch über digitale Lernräume gerade bei uns laufen. Es geht ja oft auch so sehr darum, um dieses Look and Feel einer Lernplattform, wo fühle ich mich wohl, also jetzt ähnlich zur Gestaltung von physischen Räumen, auch bei Lernräumen. Wenn du sagst, es ist da unsympathisch, du bist schneller mal weg, kannst du umgedreht für dich sagen, was es ausmacht, dass du dir für eine Lernplattform wohlfühlst, dass du bleiben magst oder was es ausmacht, dass du sagst, na, da fühle ich mich nicht wohl, da bin ich schnell wieder weg. Ist das so vielleicht auch eine Frage ans Publikum, also an alle, die uns hören, was macht es aus, dass ich mich gern aufhalte auf einer Lernplattform? Also ganz wichtig ist, glaube ich, dass ich mich auskenne, wo bin ich gerade und wer ist noch hier und was machen wir da überhaupt? Also dass das sozusagen sehr gut auch dargestellt ist. Das Optische finde ich ganz wichtig. Also unsere Lernplattform, die ihr da ja kurz gezeigt habt, stammt optisch aus dem Jahr 1999. Auch mit dem Foto, das da oben ist. Das heißt, das ist ein bisschen, ich fühle mich total wohl, weil ich es so gut kenne.
Aber für die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es manchmal ein bisschen komisch, ja. Und wir arbeiten auch daran, dass wir das demnächst ein bisschen hübscher machen oder moderner machen. Also das Optische ist wichtig, dann ist der, ich finde auch den Weißraum wichtig, der bei jeder Webseite sozusagen eine große Rolle spielt, also dass nicht zu viel sichtbar ist, dass immer zwischendurch ein Abstand gibt, das gibt mir ein Gefühl von Freiheit auch, also von Struktur. Und ja, und das angesprochen werden von der ersten Sequenz an im richtigen Ton, also dass es nicht zu, also wenn man bei uns in der Erwachsenenbildung ist, finde ich es nicht angebracht, so, also kindisch zu sein oder extrem vertraulich zu sein, sondern dass man auch als Lernender und Lernende sozusagen seine und ihre Position hat, die man auch in einem wirklichen Klassenraum haben möchte. Ja, also ich finde das zum Beispiel dieses alle Lernerinnen per Du ansprechen, finde jetzt mal in der ersten Sequenz, also auch in der ersten optischen Sequenz sozusagen, nicht super, weil das ist für manche Leute einfach nicht angenehm. Ja? Für andere ist wunderbar, aber ich glaube, da geht es einfach so wie in der wirklichen Welt. Ja? Also das, man muss sich optisch wohlfühlen und es kann, also ich mag es gern sehr, sehr bunt selber, weiß aber nicht jeder Mensch mag sehr, sehr bunt. Also das heißt, da muss man auch ein bisschen auf diese durchschnittlichen Bedürfnisse ein bisschen abzielen und wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, dann lassen wir das auch von einem Designer anschauen natürlich. Ja? Das ist ja bei vielen Institutionen wie auch bei unserer, sagt man, den Luxus leisten wir uns natürlich nicht. Aber das wäre schon auch wichtig, dass man das von einem Designer anschauen lässt, ob das für die Zielgruppe vielleicht, die man hat, in Ordnung ist. Ja? Das fand ich jetzt schön, weil also du hast jetzt so, ich habe rausgehört, Orientierung ist das eine, wichtig, ja. Das muss man auskennen. Das andere ist ein Stück Ästhetik, also in dem Fall halt bunt, aber auch Weißraum oder so, das ist ein Stück eben das, was auch Roger anspricht, ansprechendes Design und Respekt oder Beziehung, also sozusagen eine respektvolle oder zumindest irgendwie passende, gute Beziehungsebene, ja. Genau. Sehr schön, danke. Vera schreibt noch. Ihr ist wichtig, dass es sich schnell auskennt. Wo findet man welche Informationen? Wo kann man Einstellungen? Profil finde ich auch ein wichtiger Punkt. Kann man das Profil der eigenen Person anlegen? Mhm. Links und nicht zu viel, ja. Genau. Mhm. Ja. Genau, ich sage beim Profil zum Beispiel, sage ich immer, also für mich ist ganz wichtig, dass möglichst viele Teilnehmerinnen und Lernerinnen ein Foto hochladen, weil ich eine große Schwäche habe im Leute wiedererkennen. Ja, und da sage ich, das ist ein Service für mich, ja. Aber trotzdem sage ich auch dazu, es muss nicht jeder, ja. Also jemand, der einfach keine oder die keine Fotos online haben möchte, da sage ich dann immer, macht irgendwas, was so ähnlich ist wie ihr, ja. Ja, eine bunte Blume für jemanden. Ja, eine bunte Blume für jemanden, der sie bunt anzieht oder eine Eule für jemanden, der. Das eigene Haustier ist auch schön. Genau. Gut. Wir hätten noch einen Slot zum Freischalten, gell? So wenn Teilnehmerinnen, wenn jemand von euch irgendwas Tolles einbringen möchte, was vorstellen möchte. Entschuldige David, ich hoffe, ich bin da jetzt nicht reingegrätscht, aber ja, das war so unser. Sein, aber es ist okay. Sorry. Ja, also so diese letzten 10 Minuten haben wir uns auch dafür freigehalten. Wenn es passt, wenn jemand von euch möchte. Ja, es gibt jetzt sogar Video- und Tonrechte für alle. Also wer gern auch was anbringen will hier für unsere Gruppe, dann sehr gerne. Dann hat man wirklich einen Rundgang durch viele recht unterschiedliche Themen.
Das nächste Mal, ich glaube, so viel kann man auch schon jetzt sagen, wird es wahrscheinlich ein bisschen thematisch konzentrierter. Oh. Das Bier lockt schon. Gut. Ja, beim nächsten und gleichzeitig letzten Webinar wird es eine Neuerung geben. Wir werden nämlich wir haben ja auch immer über Alternativen gesprochen, ja, und jetzt gibt es auch eine Alternative zu dem Webinarsystem Adobe Connect, und wir werden also in der nächsten Runde mit Zoom arbeiten. Ina hat einen Link schon dazu reingepostet. Das fühlt sich anders an, das sieht anders aus. Ja, das hat vielleicht andere Wohl- oder auch nicht so Wohlfühleffekte, einfach weil es fühlt sich anders an. Und daher wird auch unser Webinar nächstes Mal wahrscheinlich irgendwie eine andere Stimmung haben. Da bin ich mir ganz sicher. Es wird möglicherweise irgendwie interaktiver und partizipativer werden, weil es dort leichter geht. Und es wird auch eine Aufzeichnung geben. Genau, es ist sogar billiger, deutlich billiger. Und es ist keine Schwierigkeit, dorthin zu wechseln für euch. Ab morgen gibt es ja die nächste Einheit, die freigeschaltet wird, morgen früh. Und dort werden wir verschiedene Beratungstools vorstellen, darunter auch Videokonferenztools. Und darunter wird David diesmal als Referent auch Zoom vorstellen. Neben Adobe Connect und anderen Videokonferenztools. Das heißt, alle haben die Möglichkeit, sich auch darauf vorzubereiten, weil das ab morgen auch Lerninhalt ist. Und danach wird es im letzten Webinar dann eben auch sozusagen Lernvehikel oder Methode oder Instrumentarium für uns sein. Und auch, falls sich jemand jetzt Sorgen macht, wie man sich dann dort einloggt oder wo man die neue Zoom-Adresse herbekommt, die neue Webinar-Adresse, es wird so sein, dass ab übermorgen unsere Webinar-Buttons mit der richtigen Zoom-Adresse hinterlegt sind. Also das heißt, wenn man auf die Webinar-Buttons klickt, entweder auf iMOOCs direkt oder auf erwachsenenbildung.at/ebmooc, dann wird der Webinar-Button dort dann schon zum Zoom-Webinar führen. Und wir machen das, David, um ein bisschen Abwechslung anzubieten, gell, und was Neues auszuprobieren. Würdest du das auch so bestätigen? Unbedingt, unbedingt. Ja. Und damit verabschieden wir uns, glaube ich, für heute. Wer schon mit einem Glas Bier da sitzt, darf die Kamera einschalten und das zuprosten. Auch ohne. Oder auch okay. Ja, leider auch nicht chatten. Dürfen wir eingeschaltet werden. Wir freuen uns auf ein Wiederlesen bei den Abschlusstagen. Wilfried, was hast du da? Okay. Die Tierchen, das hast du. Super, auf Wiedersehen am 17. Mai. Ciao. Jetzt sind die letzte Woche. Ciao. Danke fürs Dabeisein. Bayerischem Landeswappen, das ist super. Alles Gute für die letzte Einheit ab morgen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, servus.